und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, heute zu einer weiteren Kanalvorstellung. Und zwar der Kanal Zweikampfsofa. Ja, ich freue mich richtig, diesen Kanal vorzustellen. Es ist ein sehr, sehr guter Kanal. Ich habe schon öfters reingeguckt. Deswegen kenne ich das schon ein bisschen und kann auch gut was dazu sagen. Und ja, den möchte ich heute auch gerne mal vorstellen. Und es freut mich sehr. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir alles durch. Fangen wir mal hier mit dem schönen Banner an. Sieht schon richtig geil aus, die beiden, wie sie hier sitzen auf der Couch, ja. Und es ist wirklich lustig, aber das werdet ihr auch gleich noch sehen, warum und wieso. Und hier oben haben wir noch ein Avatar-Zweikampfsofa drin. Sehr, sehr geil. Ja, Übersichtsseite ist auch voll, aber die zeige ich euch gleich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Kanalinfo und dann lese ich euch da mal vor, was euch hier so erwartet. Da haben wir 666 Abonnenten, 41.601 Aufrufe, Beitritt am 22.08.2013. Beschreibung: aktuelle Projekte Gears of War 3, Dead Space 3, Diablo 3, The Reaper of Souls, Call of Duty, Advanced Warfare. Sehr, sehr geile Spiele. Oh, vor allem Diablo ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Dead Space 3 ist sehr geil. Gears of War, also super. Abgeschlossene Projekte. Sehr schön auch. Dann kann man direkt gucken, was schon fertig ist zum Angucken komplett. Da haben wir Hunted, die Schmiede der Finsternis, Call of Duty Modern Warfare 3, Borderlands, The Prey Sequel, A Kingdom for Cathlings, Magicka 2, Sneak Peek, Dungeon Defender, Portal 2, Saints Row 4, Destiny, Far Cry 3, Warface, Plants vs. Zombies, Garden Warfare, Fuse, Sniper Elite 3, Splinter Cell, Blacklist. Sauber, geiles Spiel. Und wenn ich mal irgendwas falsch ausgesprochen habe, Entschuldigung, aber ihr könnt es ja lesen hier. Also manche Sachen kenne ich auch nicht. Ich kenne zwar schon viele Games, aber manche sind für immer was Neues hier. Aber ist auch immer ganz cool, weil dann sehe ich immer mal, wenn es zwar geile neue Spiele gibt oder so, das schaue ich mir immer mal an. Und dann weiß ich schon mehr. So, dann schauen wir mal. Das Zweikampfsofa spielt und testet ausschließlich Videospiele, die kooperativ, also Koop, gespielt werden können. Das Teamplay steht dabei im Mittelpunkt. Beim Zweikampfsofa werden diese Spiele in Form von unterhaltsamen Gameplays, Let's Play-Videos in mehreren Folgen vorgestellt. Zusätzlich gibt es Talk- und Tech-Videos sowie Game-Trailer. Dann haben wir Impressum, Kontakt, Anbieter im Sinne von TDG und MDSTV, Sebastian Schenk und Jens Zabel am Leester Deich 11b, Bremen, bla bla, Telefonnummer hier, das könnt ihr euch alles durchlesen, das muss ich jetzt nicht jetzt diktieren hier. Dann haben wir Details für geschäftliche Anfragen, wie immer die E-Mail, auf jeden Fall immer ganz cool. Und hier links jede Menge, also es ist richtig volles Programm hier. Da haben wir vollgeplant, Twitter, Tumble, Zweikampfsofa.de Homepage. Oh, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Sehr, sehr nice, schön gemacht. Google Plus, Facebook, Instagram, Sofabilder. Sowie Sammlung unserer Let's Plays und stelle uns eine Frage. Genau, der könnt nämlich auch Fragen stellen. Und kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr lustig, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal weiter und dann gehen wir doch mal auf die Playlists. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon eine richtige Armee. Hier ist auch was los, aber das machen wir über die Übersichtsseite. Dann gehen wir doch mal hier, machen wir mal alle auf. Genau, und dann fangen wir doch mal an. Gears of War 3 haben wir schon 8 Videos, bla bla bla. Talk- und Tag-Videos, 20 Videos. Call of Duty Advanced Warfare 4 Videos. Hunted the Demons Fork 7 Videos. Call of Duty Modern Warfare 18. Dead Space 3 schon 22 Videos. Magicka 2 3 Videos. A Kingdom for Cathlings 5 Videos. Portal 2. Hier zeige ich Trailer Show. Guck mal, da gleich 65 Videos. Schön. Dungeon Defenders 33. Borderlands 96. Herzlich willkommen. Kanal-Trailer schon 4 Stück. Destiny 48 Parts. Oh, Destiny ist auch ein schönes Spiel. Da müsste doch jetzt auch bald ein Add-on rauskommen, ne? Irgendwas mit Kingdom oder sowas. Ich weiß, wie will ich mich nicht vertun, aber ich habe da, glaube ich, mal Werbung gesehen. Dann haben wir Diablo 3. Reaper of Souls, auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Boah, ey. Abonnenten-Specials. 13 Videos. What the fuck? WTF. 12 Videos, Sniper Elite 35, Saints Row, ein schönes Spiel, 47, Plants vs. Zombies, Garden Warfare 11, Warface 2, Splinter Cell, Far Cry 3, 29 und Fuse. Sauber. Auf jeden Fall volles Programm hier. Es sind auch sehr, sehr unterhaltsam und witzig. Also ich habe da schon öfters Videos geguckt und es ist immer sehr, sehr lustig, auch die Aufteilung, wie die das Video präsentieren. Aber das werdet ihr gleich in dem Kanal-Trailer sehen. Ich habe mich nämlich dafür entschieden zu zeigen, hier ganz oben auf der Übersichtsseite, aber das werdet ihr gleich sehen. Ihr seht schon hier vor 3 Stunden einen Tag, 2 Tagen, 4 Tagen, 4 Tagen, 6 Tagen, eine Woche,
Eine Woche, alles vor einer Woche. Eine Woche war ganz schön was los. Dann haben wir wieder eine Woche, dann eine Woche, 2 Wochen. Hier geht's schon 2 Wochen los. Also ihr seht schon, liebe Leute, sehr schöne Thumbnails, auch immer wieder was drauf. Hier viel Mühe gegeben, finde ich sehr geil. Finde ich super toll, sehr bunt belebt, also gefällt mir sehr gut. Und hier wird auch fleißig hochgeladen, also wird hier nicht langweilig. Ihr habt immer Stoff zum Gucken. Und auch sehr gut hier. Und seht schon, ihr könnt ihr euch durchklicken, bis ihr umkippt. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Dann gehen wir mal auf die Übersichtsseite. Und zwar möchte ich dann gleich mit euch. Zweikampf. Ja, der rastet schon direkt aus. Zweikampf. Yo, ich will das laden lassen. 1080 stelle ich natürlich ein. Hier lasse ich kurz ein bisschen laden. Dann kann ich noch ein bisschen über die Übersichtsseite eingehen. Entschuldigung, ich habe es gerade echt nur. Wollte es nur bis zum Anfang machen und direkt geht's los hier. Sauber. Ah, mein Internet rastet ja richtig aus heute. Ich weiß gar nicht wieso. Manchmal ist es so, dass es ewig braucht und jetzt gerade sehe ich, es ist schon fertig. Es lädt schon ziemlich schnell. Freut mich immer mal, wenn ich auch mal so einen Höhepunkt in meinem Leben habe hier. Ja, dann gehen wir doch mal alles durch, alle Videos. Dann geht's direkt los hier, was gerade, das seht ihr schon vor 3 Stunden. Zack, 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 zack. Immer aktuell gehalten, könnt ihr direkt drauf zugreifen. Dann ballert ihr ein. First-Person-Shooter. Hier wird wahrscheinlich eine Playlist alles mit Baller-Games sein. Ihr seht schon Call of Duty, Borderlands, Destiny. Hier wird geballert. Dann haben wir Baby, Baby, Baller, Baller. Third-Person-Shooter. Dann haben wir Dead Space, Gears of War, Saints Row. Sehr geil. Also Ego-Shooter, so First. Und hier haben wir Third-Person. Sehr geil. Das heißt, so hinter der Figur rumlaufen und so. Sehr, sehr geil. Dann es gibt Hack, Hack'n Slash, genau, Diablo ganz vorne, sicher, ist auf jeden Fall richtig geil. Dann gibt's, es gab Torchlight, glaube ich, Torchlight 2, ist auch sowas ähnliches zum Beispiel, kenne ich noch als Hack'n Slay, wenn ihr wissen wollt, was es ist und so, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und hier habt ihr noch die anderen. Dann haben wir Schleich dich, Stealth, ah, das ist so Schleicher-Dings hier, Sniper, ne, anschleichen, abmurksen, Hauptsache es wird abgemurkst, ist immer sehr geil. Splinter Cell natürlich. Ich glaube, Metal Gear Solid ist auch so ein Schleichtisch, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht. Oder Action Slider. Ich weiß, früher, den ersten habe ich mal gespielt auf der PlayStation 1. Aber ich glaube, war auch ein bisschen mehr Schleichen, so wie Splinter Cell. Ja, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Sehr, sehr nice. Und dir zeige ich es. Trailer Show. Da habt ihr dann die Trailer Show. Ist auch sehr, sehr faszinierend. Könnt ihr euch dann auch mal genussvoll reinziehen. Dann geht's weiter. Bla bla. Talk und Tech Videos habt ihr hier. Fragt das Sofa und das Sofa antwortet. 40 lustige Glitches, also jede Menge unterhaltsames, lustige Sachen. Und hast du nicht gesehen, sehr speziell, Entschuldigung. Und boah, ihr Abonnenten Special und. Ich kann also wirklich nur empfehlen, schaut euch mal alles an. Ihr werdet ihr unterhalten. Kann gar nichts anderes dazu sagen. So, jetzt ist geladen hier. Dann wollte ich doch mal den geilen Trailer zeigen. 1 Minute 13, die genießen wir jetzt. Und dann würde ich sagen, let's walk. Zeigt unterhaltsame Koop-Gameplays. Der hatte nur einen Job. Oh. Das ist auch Ruhe. Ja, jetzt wo du es sagst, ist wobei. Mir aufgefallen. Geh mal ins Bett, ja, okay. Ich kriege auf jeden Fall was aufs Maul gerade. Zweikampfsofa. Ist anders. Zwei Fullscreen-Gameplays nebeneinander. Kein verzerrter Splitscreen. Zweikampfsofa. Bietet Action. Dance, Baby. Ich fühle mich jetzt überhaupt nicht wahr. Hallo, Juggernaut? Nee, ne? Wer war das? Vortreten. Oh, du da. Oh, Granate, Granate, Granate. Kommst du wieder her? Feindziele ausgeschaltet. Ich hab ihnen den Kopf abgehauen. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Also eigentlich schon, aber nicht so. Fucking Noob! Zweikampfsofa. Schaut man am besten auf einem großen Bildschirm. Wer einen zu kleinen hat, wird keinen Spaß haben. Zweikampfsofa. Ist nichts für Kinder. Viel ist es ab 18. Zweikampfsofa. Kann zu Augenleiden führen, wenn man versucht, alles auf einmal zu erfassen. Besser ist Konzentration auf das, was interessant ist. Brutality. Bitte gefallen. Zweikampfsofa. Anschauen und abonnieren, liken und kommentieren. Ja, sehr, sehr geil, oder? Ich finde das super geil gemacht. Und so wie das jetzt so ist, wird auch in den Spielen gezeigt. Oben die beiden, unten die beiden, die Bildschirme getrennt und dann könnt ihr euch alles anschauen und das ist wirklich geil. Ihr könnt auch von mir aus einmal einen ganzen Part gucken auf der linken Seite, dann rechts oder so. Das ist wirklich cool. Sehr unterhaltsam, macht viel Spaß und kann ich nur sagen, liebe Leute, schaut euch das unbedingt mal an. Vielleicht gefällt es euch ja und ihr habt ja auch jede Menge Auswahl an Games und es ist sehr lustig auf jeden Fall. Dann können wir nochmal kurz Kanäle gucken. Angesagte Kanäle, ihr seht ja schon, jede Menge Kanäle.
Zenobi kenne ich auch, Console Boy kenne ich auch, SPZ EMP kenne ich, ach, da gibt's so viele, die man auch wieder kennt. Hier kenne ich auch und das finde ich schon ganz cool hier. Ja, die Welt ist klein und YouTube auch. Und ich finde das sowieso immer cool, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Deswegen und angesagte Kanäle, wie gesagt, da könnt ihr auch mal reinschauen und lohnt sich auch immer auf jeden Fall. Ja, Diskussion, was haben wir da? Können wir auch mal angucken. Hier, sehr schöner Channel. Da lasse ich euch gleich mal ein Abo da weiter so. Ja, das ist doch wohl die schönsten Sätze überhaupt, wenn man die hier zu lesen bekommt. Finde ich immer sehr geil. Geantwortet wird auch. Man sieht schon. Auch unter den Videos, wenn ich mal was drunter schreibe, wird auch immer geantwortet. Also, da müsst ihr nicht lange warten. Das geht rucki zucki. Finde ich auch cool. Man soll mit den Leuten reden und alles. Ist eine super Sache. Hier haben wir nochmal angesagte Kanäle. Sehr, sehr geil. Ja, ich werde auf jeden Fall euren Kanal natürlich in die Beschreibung packen, auch von unserer Community, da seid ihr ja auch drin. Und viele andere könnt ihr auch gerne reinkommen, die Community Videos posten, Spaß haben, so muss das sein. Und wie gesagt, ich kann über den Kanal nur Gutes sagen, sehr unterhaltsam, sehr lustig, die beiden machen es echt gut. Und ich werde auf jeden Fall weiter reinschauen und ihr könnt es ja auch machen. Und wenn es euch gefällt, lasst doch bitte einen Daumen oben da oder abonniert auch hier. Absolut eine coole Sache. Ja, und 666 Abo ist ja schön. Gerade so. Klingt auf jeden Fall schon mal eine geile Sache hier, muss sagen. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Kanalvorstellung. Ich bedanke mich und wünsche euch noch viel Spaß hier bei mir und natürlich auf diesem Kanal. Bis dann. Ciao.